Jetzt am Wort Astrid Rössler, die Grünen. Es ist schon gesagt worden, der Rechnungshof ist manchmal in der Schlagzeile, besonders wenn Missstände aufgedeckt werden. Und trotzdem ist es so bedeutend, dass Sie diese Prüfaufträge ernst nehmen, mit viel Expertise ausführen und gerade auch bei diesen Themen, wie denn Österreich die selbst gesteckten Ziele oder übernommenen Ziele, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, übernimmt und vor allem umsetzt. Besonders spannend ist, dass hier in diesem Zeitrahmen 2,5 Jahre seit dem Prüfbericht vergangen sind und man damit auch sieht, was ist denn aus den Prüfungsergebnissen geworden. Die Nachhaltigkeitsziele, so auf den ersten Blick, vereinen natürlich soziale, wirtschaftliche, ökologische Kriterien, sind darauf ausgerichtet, ein zukunftsfähiges Zusammenleben auf der Erde mit entsprechender umweltverträglicher Wirtschaft, aber vor allem auch mit vielen sozialen Kriterien eines gerechten Zusammenlebens, eines friedvollen Zusammenlebens, eines Lebens von Kooperation und Bewusstsein, dass auch diese Erde nicht vermehrbar ist und wir unsere Ressourcen schonen müssen. Frau Präsidentin, Sie haben in Ihrem Bericht oder Ihr Team hat in dem Bericht mit sehr viel Expertise herausgearbeitet, wo denn Empfehlungen gemacht werden, wo noch Umsetzungsbedarf ist. Und in diesen 2,5 Jahren ist erfreulicherweise sehr viel geschehen, Positives geschehen. 2020 im Sommer, also letzten Sommer, wurde bereits der Freiwillige Nationale Umweltumsetzungsbericht präsentiert, in dem im Ausblickskapitel bereits eine ganze Liste von Empfehlungen ihrerseits umgesetzt worden ist. Also ein großer Schritt in Richtung Konkretisierung, welche Strukturen es braucht, wurde darin bereits gesetzt. Ein besonders wichtiges Kapitel ist, wie eine Regierung in der Umsetzung vor allem auch alle Gruppen, alle Beteiligten eines Landes mit einbindet. Hier war der wichtige Bereich Einbindung der Zivilgesellschaft. Es gibt ja allein mit SDG Watch eine ausgesprochen fachkundige und engagierte Gruppe, die sich um die Umsetzung bemüht. Wissenschaft, Städte und Gemeinden einzubinden, Wirtschaft und Sozialpartner einzubinden. Hier sind auch nächste Schritte geplant. Im Dezember 2020 wurde bereits ein Beschluss gefasst, um diese weiteren Empfehlungen aus dem Ausblickskapitel des Freiwilligen Nationalen Umsetzungsberichtes konkret in Angriff zu nehmen. Also bereits die nächste Ebene der Steuerung, der Einbindung des Parlaments und der vorher genannten Gruppen ist bereits auch ein Stück weit auf den Weg gebracht. Ich möchte mich bedanken für Ihre Expertise. Und es zeigen gerade die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, es ist nicht nur ein Zukunftsmodus, es ist momentan auch ein Krisenmodus. Denn in Wahrheit sind genau alle diese Fachgebiete in ihrer Komplexität so übersetzt, dass sie auch in Krisensituationen einen möglichen Lösungsweg zeigen. Das zeigt sich bei der Biodiversitätskrise, die ganz eng mit der Klimakrise und jetzt auch mit der Gesundheitskrise zusammenhängt. Der Artenschwund als wesentliche Voraussetzung für die Biozönosen, für das Überspringen von Krankheiten auf den Menschen und für eine rasante Verbreitung. Die Nachhaltigkeitsziele sind damit auch der Schlüssel oder die Richtschnur, um sich Lösungen zu widmen und Krisen gemeinsam zu überstehen. Gemeinsam sage ich, weil gerade auch die Zusammenarbeit, die Kooperation, das friedvolle Zusammenleben, die Fairness, zum Beispiel die Verteilung von Impfstoffen, mit ein Anspruch ist, wie man auf dieser Welt gerechter zusammenlebt. Damit wird auch im Bereich der Wirtschaftskrise eine Handlungsanleitung gegeben. Die Beschäftigung, die Fortbildung, die Ausbildung, besonders von jungen Menschen, Vollbeschäftigung, Ausbildung von jungen Menschen mit allen Mitteln zu ermöglichen, natürlich Gleichstellung, viele der Themen, die heute hier genannt wurden, sind Teil der Nachhaltigkeitsziele und damit auch Teil des Berichtes und der Empfehlungen für die weitere Umsetzung. Ich freue mich, dass es bereits Unterstützung aus den anderen Clubs gibt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es auch eine Debatte von männlichen Kollegen zu diesem Teil gibt, dass es nicht nur ein Soft-Thema wird, wo Frauen über Ökologie und Gleichstellung reden, sondern wir brauchen auch die komplette Expertise, gerade wenn es um Wirtschaft geht, wenn es natürlich auch um Finanzen geht, die Finanzmärkte. Da wünsche ich mir noch die vermehrte Kooperation. Vielen Dank.